Hallo und willkommen bei neuem Video. Heute hacken wir diese kleine Küken als Osterdekoration. Kleines Küken ist eigentlich ein Ei und mit diesem Ei habe ich auch solche Häschen gehackelt. Videoanleitung für Häschen und Eier und dreifarbige Eier und für dieses Körbchen oder Schale findest du unten in Beschreibung. Aber für Küken und für Häschen habe ich auch schriftliche Anleitung und das habe ich auch unter meinem Online-Shop verlinkt. Ich wünsche euch viel Spaß, abonniert meinen Kanal und jetzt können wir anfangen. Ich werde mit Baumwolle häkeln, das ist Wolle Catania von Schachenmeier, aber du kannst andere Baumwolle nehmen. Dazu brauchen wir passende Häkelnadel, ich nehme 2,5 mm. Weiter Schere, Nähnadel, Füllwatte und die Augen. Ich verwende diese Sicherheitsaugen, aber du kannst auch Augen zum Annähen nehmen. Wir häkeln von die Seite nach oben und häkeln in Spiralrunden. Ich beginne mit einem magischen Ring. Und häkle erste Runde 8 feste Maschen in Ring. Sieben und 8. Jetzt Faden ziehen und Ring schließen. Die zweite Runde. Wir häkeln 2 feste Maschen in jede Masche. Am Ende haben wir 16 Maschen. Ich markiere die letzte Masche und jetzt häkeln wir dritte Runde. Eine feste Masche in erste Masche, 2 feste Maschen in die nächste Masche. Das wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 24 Maschen. Vierte Runde, eine feste Masche in ersten 3 Maschen, 2 in die nächste, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 30 Maschen. Ab jetzt werde ich nur 3-mal Maschen zunehmen, das heißt Runde 5, eine feste Masche in ersten 9 Maschen, 2 in die nächste, das wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 33 Maschen. Sechste Runde. Ich will nicht die Maschen auf der gleichen Stelle zunehmen, deswegen ich werde hier ein bisschen anders häkeln. Eine feste Masche in ersten 5 Maschen, 2 in die nächste, eine feste Masche in nächsten 10 Maschen, 2 in die nächste, wieder 10, 2 in die nächste und 5. Diese 10 Maschen, ich teile hier 5 und 5. Wir sehen uns wieder am Ende der Runde. Am Ende haben wir 36 Maschen. Siebte Runde, eine feste Masche in ersten 11 Maschen, 2 in die nächste, wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 39 Maschen. Runde 8 und 9, wir häkeln eine feste Masche in jede Masche. Jetzt sieht das so aus und ab jetzt werden wir die Maschen abnehmen, aber ich zeige euch so unsichtbare Maschenabnahme. Das heißt Runde 10, eine feste Masche in ersten 11 Maschen und dann nächsten 2 zusammenhäkeln. Und 11 und die nächsten 2 zusammen. Und zwar in die nächste Masche, in das vordere Maschenglied. Durchstechen, in die nächste Masche, auch in das vordere Maschenglied, jetzt Faden holen und die 2 Maschen abmaschen, nochmal Faden holen und abmaschen. Und wiederholen weiter, eine feste Masche in den nächsten 11 Maschen, 2 zusammen und dann nochmal
Am Ende haben wir 36 Maschen. Runde 11, eine feste Masche in jede Masche. Runde 12, wieder dreimal Maschen abnehmen, aber das machen wir anders wieder. Eine feste Masche in ersten 5 Maschen, 2 zusammen, eine in nächsten 10, 2 zusammen, 10, 2 zusammen und 5. Diese 10 Maschen wir teilen. Am Ende haben wir 33 Maschen. Runde 13, eine feste Masche in jede Masche. Runde 14, eine feste Masche in ersten 9 Maschen, 2 zusammenhäkeln, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 30 Maschen. Runde 15, ich teile diese 8 Maschen, das heißt eine feste Masche in ersten 4 Maschen, 2 zusammen, 8, 2 zusammen, 8, 2 zusammen und 4. Am Ende haben wir 27 Maschen. Runde 16, eine feste Masche in ersten 7 Maschen, 2 zusammenhäkeln, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 24 Maschen. Runde 17, ich werde 6 Maschen teilen, eine feste Masche in ersten 3 Maschen, 2 zusammen, 6, 2 zusammen, 6, 2 zusammen und 3. Am Ende haben wir 21 Maschen. Runde 18, eine feste Masche in ersten 5 Maschen, 2 zusammen, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 18 Maschen. Wenn du Sicherheitsaugen verwendest, dann die kannst du jetzt platzieren und das ist zwischen Runde 12 und 13 und Abstand 1, 2, 3, 4, 5 Maschen. Jetzt sieht das so aus und wir können unser Küken erstes Mal füllen. Und wir häkeln weiter. Runde 19. Eine feste Masche in ersten 2 Maschen, 2 zusammen, 4, 2 zusammen, 4, 2 zusammen und eine feste Masche in letzten 2 Maschen. Am Ende haben wir 15 Maschen. Runde 20, eine feste Masche in ersten 3 Maschen, 2 zusammen, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 12 Maschen. Jetzt werde ich Küken noch nachfüllen, aber dazu verwende ich Holzstäbchen, weil ich habe dicke Finger. Jetzt sieht das so aus. Du kannst ziemlich viel Watte rein tun, dann wird das Ei bessere Form haben. Und wir häkeln noch letzte Runde, das ist Runde 21. Jede 2 Maschen zusammen häkeln, am Ende haben wir 6 Maschen. Die Arbeit mit einer Kettmasche beenden, Faden abschneiden und durchziehen. Und ich werde noch diese Spitze ein bisschen nachfüllen. Ich schließe das Loch einfach in jede Masche, nur in das vordere Maschenglied. Faden durchziehen. Jetzt Faden ziehen und Loch schließen und Faden vernähen und jetzt sieht das so aus. Wir machen noch der Kamm. Ich nehme die rote Wolle, mache eine Schlaufe und häkle 19 Luftmaschen.
18 und 19. Und jetzt erste Masche überspringen und ein ganzes Stäbchen in den nächsten zwei Maschen. Und zwei. Und eine Kettmasche in die nächste Masche. Eine Luftmasche und wieder ein ganzes Stäbchen in den nächsten zwei Maschen. Zwei Kettmasche in die nächste Masche und eine Luftmasche. Und das wiederholen wir bis Ende der Reihe. Kettmasche in die letzte Masche. Faden so 20 cm lang lassen und durchziehen. Und unser Kamm ist fertig. Jetzt, ich nehme Nähnadel. Ich lege unser Kamm zusammen. Und ich werde den Kamm hier zusammen nähen. Von einer Seite auf die andere. Ich platziere den Kamm oben am Kopf, so in die Mitte, und werde das mit dem Faden annähen. Kamm habe ich angenäht. Jetzt mache ich noch Schnabel. Das kommt hier in die Mitte. Und ich komme mit dem Nähnadel von hinten hier in diese mittlere Masche. Und hier ein paar Maschen unten. Zum Beispiel hier. Und wieder in die gleiche Masche. Eins, noch zweimal, zwei und noch einmal hier und dann irgendwo auf die andere Seite und Schnabel ist auch fertig. Ich häkle noch kleine Flügel. Ich beginne wieder mit einem magischen Ring und häkle erste Runde 6 feste Maschen in Ring. Fünf und sechs, Faden ziehen, Ring schließen. Und die zweite Runde, eine feste Masche in die erste Masche, zwei in die nächste, das wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 9 Maschen, dritte Runde, eine feste Masche in ersten zwei Maschen, zwei in die nächste, wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 12 Maschen. Ich werde das jetzt auf die Vorderseite wenden, weil das ist zu klein. Aber so muss das sein. Und jetzt vierte und fünfte Runde. Wir häkeln eine feste Masche in jede Masche. Und die letzte Runde, Runde 6, eine feste Masche in ersten zwei Maschen, nächsten zwei zusammenhäkeln, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 9 Maschen. Die Arbeit mit einer Kettmasche beenden, Faden 20 cm lang lassen, durchziehen und Flügel ist fertig. Und jetzt, ich werde die beiden Seiten zusammen nähen,
Dann wird dann besser für annähen. Und die zweite das gleiche. Die Flügel kannst du so gerade annähen oder diagonal. Ich werde die so diagonal annähen, so dass obere Seite ist zwischen gleiche Reihen wie die Augen. Und jetzt so. Und jetzt werde ich die Flügel hier mit diesem Faden annähen. Die Flügel habe ich angenäht und damit ist unser Küken fertig. Wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns nächstes Mal.